wie es rechtmäßig ist, dem Papst zu widerstehen, wenn er die Person eines Menschen angreift, so ist es rechtmäßig, ihm zu widerstehen, wenn er die Seelen angreift oder den Staat bedrängt und noch viel mehr, wenn er die Kirche zu zerstören trachtet. Es ist rechtmäßig, sage ich, ihm zu widerstehen, indem man nicht tut, was er befiehlt und die Ausführung seines Willens behindert. Macht man sich Gedanken über den Urheber dieser Zeilen, wird man zunächst eher an einen Irrlehrer und nicht an einen Heiligen- und Kirchenlehrer denken. Allerdings ist gerade Letzteres richtig, denn diese Worte stammen von keinem Geringeren als dem heiligen Kirchenlehrer Robert Bellarmine, der im 16. Jahrhundert lebte. Wie die Kirchengeschichte zeigt, gab es zu verschiedenen Zeiten durchaus Anlässe, die eine solche Differenzierung, wie sie der heilige Robert Bellarmine andeutet, nötig machten, beispielsweise die gewaltige Krise im 4. Jahrhundert, ausgelöst durch die Häresie des Arianismus. In diesen Zeiten gab es auch immer herausragende Gestalten, die aus Treue zum überlieferten katholischen Glauben, Bischöfen und zum Teil sogar dem Papst widerstehen mussten, weil diese irrten. Eine dieser heroischen Gestalten aus dieser Zeit ist der heilige Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers aus dem 4. Jahrhundert. Dieser stellte sich in der arianischen Krise mutig den Irrlehrern entgegen. Am 14. Jänner feiert die Kirche seinen Gedenktag. Hilarius wurde um das Jahr 315 als Sohn einer wohlhabenden heidnischen Familie in Poitiers in Frankreich geboren. Seine philosophischen Studien des Neoplatonismus brachten ihn zum Christentum, so dass er sich bekehrte und schließlich 345 taufen ließ. Schon bald darauf wurde er zum Priester und 350 sodann auch zum Bischof für das Bistum Poitiers geweiht. Etwa ein Jahr darauf begegnete ihm Martin von Tours, der sein Schüler wurde. Über den heiligen Martin findet ihr auch ein sehr aufschlussreiches Video auf unserem YouTube-Kanal. Nur wenige Zeit später fand sich Hilarius inmitten der arianischen Krise wieder, die eigentlich durch das erste ökumenische Konzil von Nicea im Jahre 325 schon überwunden schien. Ausgelöst wurde diese Krise von einem Priester namens Arius, der behauptete, dass Christus, das Wort, die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, nicht dem Vater gleich sei, sondern von ihm geschaffen, gleichsam ein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch und daher anderen Wesens als das göttliche Wesen des Vaters. Diese arianische Irrlehre wurde auf dem Konzil von Nicea im Jahre 325, auch dank des entscheidenden Beitrags des heiligen Athanasius, Bischof von Alexandrien, verurteilt. Kaum 10 Jahre nach Nicea sickerte jedoch der Arianismus tief in das Innere der Kirche ein, sodass sogar 2 Bischofsversammlungen, Caesarea und Tyrus, im 4. Jahrhundert, Athanasius wegen Rebellion und Fanatismus verurteilten. Der Held der Rechtgläubigkeit wurde von seinem Bischofssitz abgesetzt und auf Lebenszeit aus Alexandrien verbannt. Angesichts unserer heutigen Krisenzeit erscheint es nicht überflüssig, hier den Umstand zu betonen, dass gerade die Kompromisslosigkeit und Liebe des heiligen Athanasius für die geoffenbarte katholische Wahrheit von seinen Gegnern, den arianischen Irrlehrern, als Rebellion und Fanatismus verunglimpft wurde. Ein ähnliches Schicksal musste Hilarius von Poitiers erleiden, der von Kaiser Constantius II., einem Unterstützer der arianischen Partei, 356 nach Phrygien, einer Region im westlichen Zentralkleinasien in der heutigen Türkei, verbannt wurde. Wie Athanasius verteidigte auch Hilarius tapfer die katholische Lehre von der Wesensgleichheit der ersten und zweiten göttlichen Personen, von Gott Vater und dem göttlichen Wort. So finden sich in seinem ersten Brief an Constantius II. Die Worte: Ich bin ein Katholik, ich will kein Ketzer sein. Ich bin Christ, kein Arianer, und es ist besser für mich, in dieser Welt zu sterben, als durch die gebietende Macht irgendeines Privaten zur Verletzung der keuschen Jungfrauenschaft der Wahrheit mich verleiten zu lassen. Gesamtkirchlich spitzte sich die Lage immer weiter zu. Die arianische Häresie breitete sich in verschiedenen Varianten immer weiter aus. Mehrere Bischofsversammlungen gaben das katholische Dogma von der Wesensgleichheit zwischen Gott Vater und Gott Sohn entweder ganz auf oder verwässerten dieses, um den arianischen Parteien entgegenzukommen. Ebenso wurden alle Bischöfe, die standhaft für den rechten katholischen Glauben eintraten, durch diese Synoden für abgesetzt erklärt und verbannt. Diese Zeit der Irrungen und Wirrungen beschrieb der heilige Hieronymus treffend mit den Worten: Es seufzte der ganze Erdkreis und bemerkte mit Erstaunen, dass er arianisch geworden war.
Mit anderen Worten, es schien, dass die in der Kirche grassierende Häresie gesiegt hatte. Von besonderer Bedeutung ist die Synode von Sirmium, das im heutigen Serbien liegt, im Jahre 351, die einen Mittelweg zwischen katholischer Rechtgläubigkeit und Arianismus suchte. Papst Liberius, der wohl zunächst ein Unterstützer der Partei der rechtgläubigen Bischöfe um den heiligen Athanasius war, wurde von Kaiser Konstantius II. Entführt und unterschrieb im Exil im Jahre 357, von äußeren Umständen bedrängt, aber dennoch freiwillig, die semi-arianische Formel von Sirmium. Auch brach er die Gemeinschaft mit dem heiligen Athanasius, indem er ihn wegen der Benutzung des Begriffes wesensgleich als von der römischen Kirche getrennt erklärte. Papst Liberius verbannte also Athanasius, weil dieser an der wahren katholischen Glaubenslehre über die Gottheit Christi festhielt und diese tapfer verteidigte. Wie Roberto de Mattei festhält, haben unter dem Pontifikat desselben Liberius die Synoden von Rimini und Seleucia den Begriff der Wesensgleichheit zwischen Vater und Sohn aufgegeben und einen mehrdeutigen Mittelweg zwischen den Arianern und den rechtgläubigen Bischöfen um den heiligen Athanasius eingeführt. Man wollte Einheit und Frieden herstellen auf Kosten der Wahrheit, eine falsche Methodik, die sich in der Kirchengeschichte leider wiederholen sollte. Wie ist nun die Rolle von Papst Liberius zu beurteilen? Der heilige Robert Bellarmine hielt Liberius nicht für einen Heretiker, wenn er auch einräumte, dass er in seinem äußeren Betragen gefehlt hatte, indem er die Häresie unterstützte. Aber heißt es nicht, dass dort, wo der Papst ist, auch die Kirche ist? Ubi Petrus, ibi Ecclesia? Dieses Prinzip stammt vom heiligen Ambrosius. Wer aber, wie Roberto de Mattei treffend formuliert, diesem Prinzip buchstabentreu hätte folgen wollen, wäre in jener Epoche dem Irrtum von Papst Liberius gefolgt und hätte den Boden der Rechtgläubigkeit verlassen. Petrus ist die unveränderliche Institution und nicht der Mensch, der irren kann. Im Zeitraum der 60 Jahre zwischen den beiden Konzilien in Nizäa und Konstantinopel unterließ das lebendige Lehramt der Kirche, in aller Klarheit die katholische Wahrheit zu bekräftigen, ohne dabei in formelle Häresie zu verfallen. Ist dies ein hinreichender Grund für die Annahme, dass der Heilige Geist der Kirche seinen Beistand entzog? Nein. Und zwar deshalb nicht, weil der Glaube durch eine Minderheit von heiligen und unbeugsamen Bischöfen wie Athanasius von Alexandrien, Hilarius von Poitiers, Eusebius von Vercelli und vor allem durch das gläubige Volk hochgehalten wurde. Aber ist es nicht katholisches Dogma, dass der Papst in der Ausübung seines Lehramtes in der Glaubens- und Sittenlehre unfehlbar ist? Ja, das ist ein katholisches Dogma. Ebenso wie es ein allgemeines Konzil in seiner feierlichen Entscheidung ist, ist der Papst in seiner Ex-Cathedra-Entscheidung unfehlbar. Allerdings schließt das nicht aus, dass ein Papst nicht irren könnte. Der heilige Kardinal John Henry Newman beschreibt dies unter Bezugnahme auf die arianische Krise folgendermaßen. Während es historisch wahr ist, ist es auf keine Weise lehrmäßig falsch, dass ein Papst, insofern er privat lehrt, und noch viel mehr Bischöfe, wenn sie nicht formal lehren, irren können, wie wir eben sehen, dass sie im 4. Jahrhundert irrten. Dies schränkt jedoch weder die Unfehlbarkeit des Papstes noch jene eines ökumenischen Konzils ein. Denn damit eine Lehrentscheidung eines Papstes eine Ex-Cathedra-Entscheidung ist, muss sie, wie das erste Vatikanische Konzil feierlich definiert, in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen kraft seiner höchsten apostolischen Autorität getroffen werden. Wie das erste Vatikanum fortfährt, besitzt der Papst dann, mittels des ihm im seligen Petrus verheißenen göttlichen Beistands, jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition der Glaubens- oder Sittenlehre ausgestattet sehen wollte. Und daher sind solche Definitionen des römischen Bischofs aus sich, nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche, unabänderlich. Sofern also der Papst nicht ex cathedra spricht, sind seine Verordnungen oder Entscheidungen auch nicht unfehlbar. Daher kann der heilige John Henry Newman auch betonen, dass ein Papst, wie beispielsweise Papst Liberius, ein falsches Glaubensbekenntnis wie jenes von Sirmium unterschreiben, aber dennoch, ungeachtet dieses Irrtums, unfehlbar in seinen Ex-Cathedra-Entscheidungen sein kann. Nun aber zurück zum heiligen Hilarius und der arianischen Krise im 4. Jahrhundert. Wie hat diese Krise ein Ende gefunden? Erst mit dem Konzil von Konstantinopel, das unter dem heiligen Papst Damasus von Kaiser Theodosius dem Großen einberufen worden war, kam das Ende des Arianismus. Es definierte, dass der Heilige Geist, wie der Sohn und der Vater, wahrhaftig Gott ist. Dieses Konzil haben aber weder Papst Liberius noch die beiden tapferen Verteidiger der Gottheit Christi, Athanasius und Hilarius, miterlebt.
Papst Liberius starb 366, Hilarius um das Jahr 367 und Athanasius im Jahre 373. Liberius ging als erster Papst in die Kirchengeschichte ein, der nicht heilig gesprochen wurde, wohingegen Hilarius und Athanasius, welche von den heretischen und den der Häresie nahen Bischöfen verbannt und der Rebellion und der Spaltung bezichtigt wurden, heute beide von der katholischen Kirche als Heilige und Kirchenväter verehrt werden. Dies zeigt, dass keine Autorität, auch nicht die höchste in der Hierarchie, das Recht hat, den katholischen Glauben zu schmälern oder seine Reinheit zu verwässern, sei es auch um einer vermeintlichen Einheit oder eines scheinbaren Friedens willen. Heiliger Hilarius von Poitiers, bitte für uns.